Reise geht weiter. Die nächste Station soll El Blag sein. Der Campingplatz liegt mitten in der Stadt. Da kann ich alles zu Fuß erreichen. Er ist gut belegt und fest in deutscher Hand. Und die Stadt El Blag will ich mir natürlich ansehen. Markant fällt der Dom St. Nikolai ins Auge. Sein Glockenturm ist 97 Meter hoch. Er geht auf das 9. Jahrhundert zurück. Immer wieder wurde er erweitert und repariert. Im Zweiten Weltkrieg hat er Schäden davongetragen. Hier wurden Altäre aus anderen zerstörten Kirchen der Gegend zusammengetragen. Nichts als kümmerliche Ruinen hinterließ die Rote Armee 1945. Was erhalten blieb, verschiffte man nach Warschau und Danzig. Dort rekonstruierte man die Altstädte. In El Blag blieb nur eine grüne Wiese zurück. Erst Ende der 1980er Jahre wurde die Altstadt planmäßig aufgebaut. Die Parzellengröße blieb erhalten. Aber die Häuser sind ausnahmslos neu. Geschäfte und Restaurants sind neben Wohnhäusern erbaut worden. In der Touristinformation besorge ich mir Infomaterial. Da steht auch etwas über den Turm am Ende der Straße. Das Markttor war eines der Stadttore des alten Elbing. Vor dem Tor finde ich eine Bronzestatue. Sie verkörpert einen Bäckerjungen, der 1521 mit einer Bäckerschaufel die Seile des Halltors durchtrennt hat und so die Stadt vor dem Überfall der Deutschordensritter geschützt hat. Den Turm darf man besteigen. Und so muss ich natürlich ja hoch. Ja, und dieses El Blag, das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir schon viel, viel besser. Wenn ich durch diese renovierten Straßenzüge hier gehe und mir diese tollen Fassaden ansehe, das hat richtig was, das hat Flair. Ich bin gespannt, was ich hier noch alles finde, was ich noch Interessantes entdecken kann. Ich werde es euch erzählen. Ich finde den Plantipark. Er war früher Treffpunkt der elitären Gesellschaft der Stadt. Am Platz der Solidarität steht ein Denkmal für die Opfer, die während der Arbeiteraufstände im Dezember 1970 umgekommen sind. Ich bummel noch ein bisschen weiter. In diesem altehrwürdigen Gebäude der Dominikanerkirche finden heute Kunstausstellungen statt. Bei schönstem Sonnenschein muss das nun wirklich nicht sein. El Blag liegt am gleichnamigen Kanal. Ein Yachthafen gehört so natürlich dazu.
Es gibt zwei Hubbrücken, die bei Bedarf bewegt werden. Und weil es heute so warm ist, kommt ein Eis gerade recht. Da habe ich mir doch gestern schön einen Sonnenbrand geholt, dass ich mir die Birne schön verbrannt habe. Drum heute mit Hut. Ich unternehme heute eine andere Art des Reisens. Für mich eigentlich ziemlich fremd. Wir fahren mit dem Bus, wir fahren mit einer größeren Gruppe. Alles weitere später. Der Bus bringt uns ca. 35 Kilometer südlich von Elblag. Im Kanal Elblaski wartet die Birkut auf uns. Und es dauert auch nicht lange, bis unsere Reise losgeht. Wir fahren sofort auf einen Rollwagen auf. Warum Rollwagen? Nun, die Landschaft in diesem Teil Masurens ist sehr wellig. Hier überwindet der Kanal auf 10 Kilometer Länge einen Höhenunterschied von fast 100 Metern. Also hätten Schleusen gebaut werden müssen. Man hat sich entschieden, Rollhügel anzulegen. Dabei fahren die Schiffe über Land. Auf Schienen werden die Rollwagen gezogen. Auf jedem Gleis einer. In jede Richtung einer. Der Antrieb? Das geht hier mit Wasserkraft. Wenn das Schiff auf dem Rollwagen steht und vertäut ist, gibt die Besatzung Signal. Der Turbinenmaschinist an Land öffnet über einen Seilzug ein riesiges Ventil und Wasser strömt aus dem Kanal ins Maschinenhaus. Das Wasser setzt dieses 8 Meter im Durchmesser große Rad in Bewegung. Ein massives Stahlseil läuft über Radscheiben und setzt so die Rollwagen mit ihrer Fracht in Gang. Das Wasser, das soeben für den Antrieb gesorgt hat, läuft durch einen Kanal entlang des Rollbergs in den darunterliegenden Kanalabschnitt. Das finde ich nachhaltig und effizient. Am anderen Ende der Rollstrecke befindet sich ein Umlenkrad. Hier nimmt das Endlosseil die andere Zugrichtung ein. Der Kanal wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Er diente zu dieser Zeit zum Transport von Handelsgütern. Mit dem Bau des Oberländischen Kanals war ein schnellerer und rentablerer Transport der zum Export bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnisse des Oberlandes verbunden. Dazu zählten Holz, Tierfelle und Langholzkiefern, die als Masten im Schiffbau gefragt waren.
Nach Inbetriebnahme des Kanals befuhren ihn im Schnitt täglich 12 bis 20 Schiffe. Seit dem Bau einer Eisenbahnlinie erfolgte ab 1893 ein allmählicher Rückgang in der Auslastung. An dem Kanal Elblaski gibt es 5 dieser geneigten Ebenen. Sie funktionieren alle auf die gleiche Art. Heute wird dieser in Europa einmalige Kanal nur noch touristisch genutzt. Ein absolutes Muss bei einer Reise durch Nordpolen ist der Besuch dieses kolossalen Bauwerks hier hinter mir. Bereits vor mehr als 600 Jahren hat man mit dem Bau begonnen. Und es war die Heimstatt der Deutschordensritter. Die Ritterorden, die an Kreuzzügen teilnahmen, waren religiöse Ordensgemeinschaften. Ordensleute und Ritter zugleich gründeten sie. Neben den Templern und den Johannitern war der Deutsche Orden eine dieser Kongregationen. . 1309 verlegte der damalige Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen seinen Sitz nach Marienburg. Die Marienburg erwuchs zur Hauptstadt eines der mächtigsten Staaten an der Südküste der Ostsee. Bald jedoch sollte es sich erweisen, dass die Burg den neuen Aufgaben nicht mehr gewachsen war. Fast 40 Jahre dauerte der Ausbau, demzufolge das Konventshaus in das stark befestigte Hochschloss verwandelt wurde. Das Hochschloss umgaben tiefe Burggräben und mehrere ringförmig angeordnete Burgmauern. Es beherbergte auch eine Reihe von prunkvollen Repräsentationssälen. Die Marienburg hat ihren Namen der Gottesmutter zu verdanken. Darauf ist auch der Name der Kirche zurückzuführen. Die Liebfrauenkirche mit dem neuen, größeren Presbyterium. Der ehemalige Burghof wurde unterdessen erweitert und zum Mittelschloss ausgebaut, welches Rittern und Gästen zur Verfügung stand. Außer Wohngemächern befand sich dort auch der große Remter, der größte Saal des Schlosses. Es gab auch eine Infirmeria, die Krankenstube für betagte und kranke Fratres, sowie der Palast der Hochmeister. Im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde ein dritter Teil der Festung eingerichtet und ausgebaut. Das Unterschloss, das seither Vorburg genannt wurde. Dort hatten ein großes Zeughaus für Kanonen und Streitwagen, ein Speicherhaus und eine Reihe von Wirtschaftsbauten ihren Platz. Um das gesamte Burggelände herum wurden Ringgräben gezogen und reichlich turmbewehrte Burgmauern errichtet. Die Burganlage wurde niemals erobert und befindet sich auf einer Fläche von 21 Hektar. Interessant finde ich, dass sie somit halb so groß ist wie der heutige Vatikanstaat. Das versinnbildlicht auch die Macht, die zu dieser Zeit vom Deutschorden ausging.
Ich stehe hier an der Hochwasserschutzmauer vom Campingplatz von Elblack. Das ist das gleiche System, wie wir es von Köln erkennen, wo diese Aluprofile eingeschoben werden in die Durchlässe. Kuriosum ist nur, darunter ist hoch weiter gebaut. Und da hinten, wo der Campingplatz aufhört, läuft das Wasser dann von der Straße aus in den Platz. So, Freunde, das war's von meinen Berichten hier aus Elblack und Umgebung. Die nächste Etappe führt nach Danzig und da gibt es mit Sicherheit auch wieder viel zu erzählen. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, für konstruktive Kritik bin ich immer offen. Wenn euch mein Filmchen gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und falls noch nicht passiert, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren da unten. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.